herzlich willkommen wieder zurück auf Adarmos. Nicht wahr? Damit es nicht zu Missverständnissen kommt oder anderweitigen Verwechslungen oder Irritationen, sei gesagt, dass ich bis hierhin nochmal durchgespielt habe, seitdem ich die Silbermine noch komplett ausgeräumt habe. Und deswegen wollte ich nochmal hier auf Adarmos von vorne anfangen, also bis zu dem Zeitpunkt, wie die Folge 97 das gezeigt hat. Das ist ja die 98. Ja, und schauen wir mal, was uns das Logbuch sagt. Das kann man sich jetzt per Pause durchlesen. Und der letzte Absatz heißt, die Söldner verhalten sich sehr unfreundlich. Ich denke, dass mir keiner sagen wird, wo ich diesen Rosch finde. Ich sollte nochmal mit dem Dorfvorsteher sprechen, bevor ich etwas Unüberlegtes tue. Da frage ich mich doch, wer der Dorfvorsteher ist. Das ist der hier, der uns gleich zu Anfang herzlichst begrüßt hat. Na schön, du hast die besseren Argumente. Was kann ich also für dich tun? Ich hoffe ja nicht, dass du jetzt verlangst, dass ich euch von den Söldnern befreien soll. Nein, das verlange ich nicht. Auch wenn wir unter den Söldnern zu leiden haben, sind sie doch das kleinere Übel. Solange nicht die Orks über uns herrschen oder die Korsaren, die uns belästigen, will ich mich nicht beklagen. Korsaren? Was für Korsaren? Sind hier etwa Korsarenschiffe vorbeigekommen? Rede. Nein, dazu sage ich nichts. Vergiss es. Hör dir lieber endlich an, was ich von dir möchte. Dann wirst du auch schon bald wissen, wo du Rosch finden kannst. Wir reden schon viel zu lange miteinander. Nachher merken die Söldner noch was und dann gibt es wieder Probleme. Also gut, was soll ich für dich tun? Es geht um Folgendes. Unser Dorfschmied Vico wird gut bezahlt, damit er für die Söldner Waffen schmiedet. Unser Jäger Baromir geht hingegen leer aus. Wenn aber Baromir nicht mehr genug Waffen und Pfeile bekommt, kann er nicht mehr auf die Jagd gehen. Unsere Ernte alleine aber reicht nicht aus, um unser Überleben zu sichern. Wir sind daher auf das Fleisch der Tiere angewiesen. Verstehe. Und was soll ich jetzt tun? Geh zu dem Schmied und überzeuge ihn, einen Teil der Waffen und Pfeile für uns und vor allem für Baromir zu schmieden. Das ist alles. Das ist alles. Na, das klingt nach einem Minijob, ne? Und warum tust du das nicht selber? Ganz einfach. Wenn die Söldner erfahren, dass ich mit Vico über diese Sache geredet habe, bekomme ich ganz gewaltigen Ärger. Die Söldner sind in ihrem Übermut zu allem fähig. Nachher brennen sie uns vor Wut das Haus über dem Kopf ab. Siehst du das nicht einfach zu schwarz? Vielleicht solltest du den Söldnern einfach eure Situation erklären. Witzbold, meinst du, das haben wir nicht versucht? Ausgelacht haben sie uns. Und sie glauben uns nicht. Vielmehr denken sie, dass wir die Waffen gegen sie verwenden werden. Und? Und? Was meinst du mit und? Würdet ihr? Ich meine, die Waffen gegen die Söldner erheben. Unsinn! So verrückt sind wir nicht. Wir sind einfache Bauern. Was können wir schon gegen die Söldner ausrichten? Gar nichts. Also, wie sieht es jetzt aus? Ich verlange eine Antwort. Hilfst du uns jetzt oder nicht? So wie ich das sehe, wäre dann ich derjenige, der den Ärger bekommt, wenn ich mit Vico rede. Na und? Was hast du denn großartig zu befürchten? Wenn du deine Erkundigungen abgeschlossen hast, gehst du wieder auf dein Schiff zurück und die Söldner können dir nichts mehr anhaben. Na gut, aber wie soll ich Vico überzeugen? Tja, da kann ich dir leider auch keinen Rat geben. Rede einfach mit ihm. Vielleicht kannst du ihn ja überzeugen. Ich weiß nicht. Muss denn Vico nicht Angst haben, dass ihn die Söldner behelligen werden, wenn er weniger für sie arbeitet? Keine Sorge. Die Söldner brauchen Vico. Und darum werden sie ihm auch nichts tun. Und Vico weiß das. Ah, ja. Ja, dann wird der Roland das wohl machen, ne? Na schön, ich werde sehen, was sich machen lässt. Eins noch. Vico ist zuweilen etwas grob in seiner Aussprache. Bitte nimm das nicht persönlich. Gut zu wissen. Na, ich werde ihm schon nicht gleich den Kopf abreißen. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann gucken wir doch mal ins Löckbüchlein. Der Schmidt
Der Schmied Vico und die Insel Adamos. Okay. Aber es geht jetzt weiter mit dem Schmied. Überzeugen, Waffen, Blub und Play haben wir eben alles gehört. Ja, dann mal Stantepedel zu... Na, da ist doch was Lustiges hier. Ein Krug. Dann Stantepedel jetzt mal zu Vico. Und Vico ist ja der Schmidt. Übrigens im Mittelalter immer ein wichtiger Mann gewesen. Für wen schmiedest du? Für den Anführer der Söldner, Rosch. Er bezahlt ziemlich gut. Besser als der Jäger Baromir, was? Aha, darauf läuft das Ganze hinaus. So, so. Hör mal, wenn du willst, dass ich dem Jäger Waffen verkaufe, dann hast du dich geschnitten. Und wieso? Baromir darf nur so viele Waffen und Pfeile haben, wie Rosch ihm erlaubt. Das ist Gesetz. Und wer das Gesetz bricht? Der wird verbannt. Wie Baromir. Oh. Oh, Baromir wurde verbannt. Das ist ja gemein. Was will Rosch hier? Keine Ahnung, er war über Nacht plötzlich hier und hat die Söldner, mal unsere eigenen Soldaten, um sich geschart. Dieser Mistkerl. Bist wohl eine harte Sau, was? Ha! Wenn du nur wüsstest, was der hier alles getan hat, würdest du auch so reden. Der Mann geht über Leichen. So? Wen hat er denn umgebracht? Einer der Söldner hat es mal gewagt, ihn zu beklauen. Den Mann konnte man kurz danach tot auf dem Meer treiben sehen. Bist wohl eine harte Sau. Er hat sich gleich angepasst. Der Roland. Warum arbeitest du für Rosch und nicht für euren Jäger? Weil er gut bezahlt. Ein Leben in Saus und Braus ist zwar nicht drin, aber unser Jäger hat mich nur mit Fellen und Fleisch bezahlt. Fleisch bezahlt, ne? Ist der Veganer der Schmied? Kannst du nicht ein Auge zudrücken? Ich könnte natürlich die Waffen für Rosch durch schäbige Blechstücke ersetzen und dafür ein paar Schwerter und Pfeile beiseite legen. Das Risiko ist groß und ich bin nur ein Bürger ohne Kampfausbildung, verstehst du? Wer muss sterben? Hey, niemand. Doch du könntest mir 3 Brocken Erz besorgen. Ein Schiff, welches Rosch beliefern sollte, ist vor der Küste gekentert. Woher weißt du das? Besoffene Wachen quatschen. Sehr gut. Die Konversation gefällt mir wunderbar. Ich habe das Erz. Kommen wir jetzt ins Geschäft? Hey, fantastisch. Damit kann ich mir endlich ein Schwert schmieden, mit dem ich mir ein Boot besorgen kann. Na schön, richte dem Dorfvorsteher aus, dass jetzt etwa 1/4 der Waffen und Pfeile an Baromir geht. Mehr ist aber nicht drin. Aha, so sieht das also aus. Ein wertvolles... Ach, Moment. Jetzt ist das wieder weg. Gucken wir mal eben, der Schmied Vico. Vico drückt einen Teil der Schwerter ab. Das ist doch gut, so wollen wir das haben. Dann geht es wieder zurück zum dörflichen Steher, zum Dorfvorsteher. Ja, dem sein Name ist ja wohl wirklich wörtlich gemeint. Er steht ja vor dem Dorf. So, das wäre erledigt. Vico schmiedet wieder für euch. Auch Baromir bekommt sein Teil. Sehr gut, ich danke dir. War ja nicht so schwer, was? Abwarten. Wenn die Söldner mitkriegen, was Sache ist, werden die Probleme wahrscheinlich noch kommen. Ach was, bis dahin bist du wieder auf deinem Schiff. Hoffentlich. Und jetzt sage mir endlich, wo ich Rosch finde. Rosch lebt in dem großen Haus, wo die Wache davor steht. Das ist das große Gebäude mit der Treppe. Allerdings wird dich die Wache nicht so ohne weiteres zu ihm lassen. Na toll, und jetzt? Rede mal mit der Wache an der Tür des Rathauses. Mit etwas Glück kannst du ihn vielleicht überreden, dass er dich zu Rosch lässt. Na gut, dann versuche ich mal mein Glück. Viel Erfolg! Aha. Interessant. Der Weg zu Rosch. Das heißt also, ich muss da hinten hin. Mit der Wache quatschen. Mal gucken, ob das klappt. Kreuze da. Gucken. Ich wollte, es wäre gewagt. Ich wollte. Du sagst mir jetzt augenblicklich, wer du bist, sonst passiert was. Oh, lass mich in Ruhe. Ich muss zu Rosch. Was sollte Rosch denn von dir wollen, hä? Nun, ich habe Wichtiges mit ihm zu besprechen. So, was denn? Geht dich nichts an. Doch, das tut es. Denn ohne mich wirst du niemals zu Rosch vorgelassen.
Ich muss wissen, was hier für Schiffe vorbeigekommen sind. Und vor allem, wohin sie gesegelt sind. Ach ne, und warum das? Das geht dich nichts an. Und jetzt tu nicht so. Ich weiß genau, dass hier Schiffe der Orks vorbeigekommen sind. Kann schon sein. Hör mal, wir sollten zusammenhalten. Wenn die Orks eure Insel überfallen, habt ihr nicht zu lachen. Verdammt, da hast du nicht unrecht. Hör zu, ich kann dich nicht ohne weiteres zu Rosch lassen. Aber wenn du bereit wärst, für uns was zu tun, könnten wir nochmal darüber reden. Ja, und was soll das sein? Na schön, was soll ich tun? Einige Korsaren haben hier in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Diese Kerle scheinen Verbündete der Orks zu sein. Wir müssen daher unbedingt in Erfahrung bringen, was sie vorhaben. Dich kennen sie nicht, und da wir die Bastarde früher oder später vertreiben wollen, wirst du für uns in das Lager gehen und herausfinden, was sie vorhaben. Na toll, kannst du mir vielleicht auch verraten, wie ich das überleben soll? Ganz einfach, hier, zieh dir diesen Fetzen über. Gehörte mal einem ehemaligen Sträfling. In dem Aufzug werden dich die Kerle in Ruhe lassen. Und wenn nicht? Tja, dann hättest du verdammt Pech gehabt, würde ich sagen. Na gut, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Du sagst es. Ach ja, eins noch. Komm erst wieder, wenn du deinen Auftrag erledigt hast. Rosch ist nicht an Kleinigkeiten interessiert. Außerdem wäre es nicht gut, wenn dich ein Spitzel der Korsaren hier sehen würde. Und wo befinden sich die Korsaren? Auf der anderen Seite der Insel. Von Weitem kannst du bereits ihr Schiff sehen, das am Ufer ankert. Am besten gehst du sofort, sonst kriegen die Kerle noch mit, dass du zu uns gehörst. Halt, bevor ich es vergesse. Es geht das Gerücht um, dass die Korsaren einen Schwarzmagier bei sich haben, der sich bei der Kapelle breit gemacht haben soll. Versuch mal herauszukriegen, was an dem Gerücht dran ist. Ich persönlich denke, dass das Quatsch ist. Wahrscheinlich hat man nur den Feuermagier Kayo gesehen, der bei der Kapelle lebt. Und der wird sich bestimmt nicht mit den Korsaren abgeben. Aber man weiß ja nie. Also halte Augen und Ohren auf. Und jetzt geh. Ja, dann gehen wir mal. Und es regnet. Also gibt es auch eine Kapelle. Ich habe jetzt eine Sträflingskleidung bekommen. Und das gefällt mir nicht. Wie spät haben wir es denn? 17.09 Uhr. Ach, lasst uns mal eine Runde schlafen. Bis zum nächsten Morgen, dann regnet es nicht mehr, dann haben wir nicht so ein Sauwetter. Ja. Wieso bleibst du denn am Sessel hängen? Gruber, den haben wir ja schon gesprochen. Jetzt, wo soll denn das Rathaus sein? Da stand doch was mit Rathaus. Muss ich wohl noch suchen, wo das Rathaus ist. Ja, ich habe was gesehen, wo ich in der letzten Folge hingegangen bin. Wagner, den hatten wir auch schon gesprochen, oder? Hallo, was machst du hier? Ich bin der Verwalter und für die Nahrungsmittel verantwortlich. Ich glaube, dass ich damit einen ziemlich guten Job ergattert habe. Was denkst du über die Söldner? Die meisten sind dumm. Aber das Klischee, dass man sich bei ihnen nur mit Muskeln durchsetzen kann, naja, so ganz stimmt das nicht. Ja, das kennen wir zumindest schon. Zumindest Rosch ist da nicht zu unterschätzen. Aber ist nicht so schlimm, dass wir Wagners Buch auch nochmal gehört haben. Ach ja, und ich habe noch hier was geändert, beziehungsweise die Sprachdateien hinzugefügt für den... Mal nehmen wir einen Bierkrug. Für den Dale. Okay, hier fehlt noch eine Sprachdatei vom Helden. Na, wie sieht's aus? Lust, ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz je Spiel beträgt nur 50 Goldstücke. Ja, und das Odyssey Mod Team hat gesagt, dass das Würfeln nicht funktioniert, weil ich schon zu weit bin und die Option noch nicht steht. Wahrscheinlich erst beim nächsten Würfelspieler würde das funktionieren. Jetzt gucke ich mal, wo habe ich denn meine Würfeln angelegt? Die sind angelegt, einen Würfelbecher habe ich ja. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal aus. Gucken wir mal, Würfelbecher, den habe ich doch. Wo ist denn der?
Genau, richtig. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Nein, leider nicht. Leider können wir in dieser Folge, also mit meinem Pre-Release hier, mit Dale nicht würfeln. Es tut mir leid, aber ist nun mal so. So, und hier oben hatten wir ja schon mal so eine Ratte erledigt gehabt. Und dann schauen wir mal, was es noch gibt. Da hinten ist auch noch mal eine Ratte. Und hier ist ein Feld. Und ich schätze mal, dass wir hier bestimmt eine Quest kriegen werden, wegen dem faulen Heinz, der da in der Ecke sitzt. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch Lustigstes zu holen? Ach, hier gibt es zum Beispiel auch noch ein paar. Naja, Feldrüben sind sie nicht, es ist Unkraut. Sammeln wir mal das Unkraut ein. Ich weiß nicht, was für eine Quest kommt. Kann ja sein, so von wegen, hier sammeln erstmal Unkraut ein. Aber da sind ein paar Sachen. Und zwar hier. Doch, Feldrüben. Ah, coole Sache das. Und Unkraut. Wenn wir auf jeden Fall erstmal vorsichtshalber mal ein paar Feldrüben über die Rübe ziehen. Ja. Das sind aber viele Feldrüben. Hüpf. Sieh doch mal noch eine. Das ist die hier. Dann gibt es hier bestimmt auch noch Unkraut. Richtig. Und nochmal Unkraut. Und hat sich da hinten was bewegt? Nö. Dann habe ich das irgendwie ein bisschen missverstanden mit der Optik. Und da hinten sind schon mal ein paar Bauern. Gucken, gibt es hier irgendwas zu looten? Also eine schöne, kleine, schnucklige Insel ist das. Und, gucken wir mal. Bantor. Oh, es ist auch gewagt. Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Hallo, ich heiße Bantor. Wie läuft die Feldarbeit? Nicht so gut. Und warum? Weil wir vier alles alleine machen müssen. Pablo hat sich wieder einmal verdrückt. Wenn ich nur wüsste, wo der Kerl steckt, dann würde ich ihm gehörig die Meinung sagen. Tja, ich habe ja Pablo gefunden. Ich habe Pablo gefunden. Sehr gut. Wo steckt er denn? Er hat sich vor dem Haus, wo jetzt Roche lebt, hinter ein paar Kisten versteckt. Ach, da steckt dieser Faulpelz. Na, kein Wunder, dass ich ihn nicht gefunden habe. Könntest du mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Ja, was soll ich tun? Pablo muss uns unbedingt helfen, sonst werden wir mit der Feldarbeit nicht fertig. Vielleicht kannst du ihn ja überzeugen, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Du sollst das auch nicht umsonst machen. Ich habe zwar kein Gold, aber ich könnte dir einen Beutel mit Krauttabak geben. Na schön, ich werde versuchen, was ich kann. Nützt mir auch nichts, weil ich nicht Raucher bin. Dann gucken wir uns nochmal die anderen Feldarbeiter an, Salvador. Hey, du. Ja. Machen wir es mal so. Hallo. Sieh an, ein Reisender. Was will jemand wie du auf dieser Insel? Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wir wollen gegen die Orks kämpfen und... So? Damals dachte ich auch, dass ich zu höherem berufen bin. Und jetzt bin ich Bauer. Das Leben ist doch ironisch, was? Kann ich dir helfen? Verstehst du was vom Ernten? Nun, ich... Dachte ich's mir doch. Nun, ich, Schubidu. Und Tarek. Hey. Alles in Ordnung? Das Leben auf dieser Insel sollte eigentlich einfach sein. Doch jetzt, wo die Bedrohung durch die Orks und der Korsan wächst, machen die Söldner mehr Druck. Mhm. So, machen sie das? Was gibt's noch zu sagen? Nur ein Geldbeutel. Na also. Ja, dann gucken wir nochmal hier nach. Hier gibt es auch noch ein bisschen Unkraut. Warum sammle ich eigentlich Unkraut ein? Das bringt doch überhaupt nichts. Wahrscheinlich, weil ich so ein reinlicher Typ bin in Gothic. Salentin. Ja, hallo. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, da labert nichts. Okay, was versteckt sich denn noch hier an wichtigen Kräutern? Eine Heilpflanze. Und jawohl, ach, eine Heilpflanze, ein Unkraut und noch eine Heilpflanze.
Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was vergessen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir werden jetzt mal zu diesem Drückeberger gehen. Und zwar zu diesem Pablo. Und schauen, was er macht. Ob wir ihn einen über die Omme ziehen müssen, damit er wieder an die Arbeit geht. An die Feldarbeit. So, wo war das jetzt? In der Ecke. Da wo... Ach, ich bin falsch gegangen. Okay, kommt vor. Hier ist Pablo. Na, warte mal. Geh mal ein bisschen hier hin, wegen der Kameraeinstellung. Na, wie geht's? Lass mich in Ruhe. Ja, das wissen wir. Bantor sucht dich. So? Was will er denn? Ups. Das weißt du ganz genau. Du sollst gefälligst zur Arbeit auf das Feld kommen. Ach, soll ich das? Und wenn ich keine Lust dazu habe? Dann kann ich dich überzeugen oder ich kann dir drohen. Drohen. Mach mal drohen. Dann fürchte ich, dass wir beide uns mal unterhalten müssen. Hey, ja. Lass mich bloß in Ruhe. Sonst bekommst du es mit den Söldnern zu tun. Aha. Das kannst du mir nicht weismachen. Ich glaube nicht, dass dir es interessieren wird, was wir beide miteinander zu klären haben. Also was ist jetzt? Gehst du nun auf das Feld oder nicht? Ah ja, verdammt. Ich gehe ja schon. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Warte mal. Na, wie geht's? Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, dann geht Pablo jetzt wieder zum Feld. Und dann gucken wir mal. Ganz eben schnell geschwind. Nach dem Questgeber. Wir sind ja eher da als Pablo. Pablo wird jetzt wieder arbeiten. Ach, na endlich. Immer derselbe Ärger mit ihm. Doch wie hast du das geschafft? Nun, ich konnte ihn überzeugen. Verstehe. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Hilfe. Hier hast du den Tabak, den ich dir versprochen habe. Danke, Bantor. Dann wollen wir mal noch ein bisschen gucken, wo es noch was zu jagen gibt. Da gab es ja noch eine Stelle. Ah, da ist Pablo schon, ne? Geht ein bisschen schneller hier. Drückeberger da. Kann ich ab. Drückeberger können wir nicht ab. Ja, und zwar gehen wir mal durch dieses Tor da hinten durch. Und zwar hier. Gucken wir mal, was es hier alles so gibt. Gehen wir erstmal hier in diese Richtung. Ah ja, Blutfliege. Hier war ja mal ein Baumstamm. Und jede Menge Waldbeeren. Und so Steinhaut-Molorett. Hey, wo bist du? Steinhaut-Molorett, was willst du? Aha, jetzt gibt es noch ein bisschen Schnapperkraut. Dann eine Heilpflanze. Sieht aus wie so eine Bucht. Ach, da hinten ist was. Was ist denn da hinten? Außer den Waldbeeren. Da ist irgendwie was Lustiges. Kraut. Ach, mir fällt gerade ein, dass ich ja schon hier war. Und zwar an dieser Menschenscheuche hier. Moradscheuche. Na gut, okay, bis hierhin habe ich es nicht durchgespielt, also beim wiederholten Male. Dann gucken wir mal, was es hier noch alles Leckeres gibt. Auf jeden Fall ganz viele Früchte. Aus dem man... Oh, ein Bergmoos. Den man leckere, nahrhafte Smoothies machen kann. Gut, okay. Oh, eine Trollkirsche. Gucken wir noch mal gleich, was das ist. Da, nee, was sind dort Waldbeeren? Eine Trollkirsche. Das ist eine Trollkirsche. Gibt eigentlich nicht viel. Schon wieder was brummen. Ah.
super klasse. Tolle Nummer. Da und werde ich gegessen. Nee, Quatsch, vergiftet. Was bringen denn die Waldbeeren? Leckeres? Ja, 10 Leben sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich werde nicht so viel von denen essen, weil vielleicht brauche ich da irgendwie noch eine Quest für. Aber ja. Okay, dann werden wir mal die Ratten anlocken. Und hier gibt es einen Weg. Oh oh. Wieder so eine blöde Giftfliege und dann noch so eine Kleine, ey. Mann, oh Mann. Dann locken wir doch mal die Molarats an. Nee, Quatsch, das sind ja. Das sind Ratten. Na ja, gut, okay, 2 auf einmal. Ah, ein bisschen angekratzt haben sie mich schon. Ein bisschen Fleisch gibt es auch dafür. Hehe, bei dem Wolf bin ich mir nicht so sicher. Der eigentlich da hinten für Spirenzchen, der Wolf. Und da ist hinten ist noch ein Haus. Und da hinten sind auch noch lustige Viecher. Und da sehen wir noch ein Schiffchen. Mal gucken, vielleicht können wir uns zu dem Haus durchschlagen. Mach das jetzt mal. Da steht einer. Das ist der Jäger wahrscheinlich. Das ist der Jäger. Denke ich mal. Ist es der Jäger? Es ist der Jäger, Baromir. Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Nanu, ein Soldat des Königs? Bist du auf der Flucht oder was? Wie kommst du denn darauf? Weil wir gehört haben, dass es die Armee des Königs nicht mehr geben soll. Die Orks sollen euch wohl alle platt gemacht haben. Keine Sorge, ich bin noch sehr lebendig. Und nebenbei gesagt nicht auf der Flucht. Na schön, und was machst du dann hier? Ich habe den Auftrag, mich hier ein wenig umzuschauen. Anscheinend habt ihr hier auf der Insel Probleme. So ist es. Korsaren haben sich am anderen Ende der Insel breit gemacht. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich halte mich von den Kerlen lieber fern. Ist gesünder für mich. Verstehe. Was machst du eigentlich hier draußen? Man hat mich aus dem Dorf verbannt, weil ich vor den Orks gewarnt habe. Diese Söldner sind doch wirklich Idioten. Was? Es sind Orks hier auf der Insel? Bleib ruhig, es ist nur ein kleiner Spähtrupp. Woher weißt du das von den Orks? Ich war jagen und da habe ich 2 Orks an der Klippe gesehen. Die beiden scheinen mit den Korsaren mitgekommen zu sein. Die Kerle müssen sich wohl verbündet haben. Scheint so. Kann ich dir helfen? Brauchst du noch irgendetwas? Nein, danke, ich kann auf mich selbst aufpassen und habe soweit alles. Alles klar, ich schaue mich dann hier mal um. Tue das, sei aber vorsichtig. Aha, er kann sogar Fleisch verkaufen. Er kann mir was beibringen. Na, gucken wir mal, was er uns beibringen kann. Was kannst du mir beibringen? Natürlich jagen. Wer sagt dir denn, dass ich dir überhaupt was beibringen will? Ich hab schon verstanden. Gar nichts hast du verstanden. Mann, das war nur ein kleiner Scherz von mir. Wird ja wohl noch erlaubt sein, oder? Ja, klar. Und damit du siehst, dass der alte Baromir ein gar nicht so schlechter Kerl ist, mache ich dir folgendes Angebot. Ich weiß nicht, was die Typen, die auf unserer Insel herumlungern, so vorhaben. Vielleicht kommen die ja mal auf den Gedanken, über mich herzufallen. Dann bräuchte ich einen Kumpel, der mir aus der Klemme hilft. Hast du denn keine Freunde, die dir beistehen könnten? Leider nicht. Die Leute hier auf unserer Insel kümmern sich stets nur um ihren eigenen Kram. Nur Alex würde mir helfen, aber der ist noch viel zu jung. Ich möchte ihn bei einer so gefährlichen Geschichte nicht mit hineinziehen. Wenn du aber bereit bist, ein wenig auf mich zu achten, solange du hier bist, würde ich dir nicht nur etwas über die Jagd beibringen, sondern auch zeigen, wie du besser mit dem Bogen umgehst. Nun, was sagst du? Klingt gut. Ehrlich? Ja. Einverstanden. Ich helfe dir. Ich danke dir. Also, wenn du etwas wissen willst, nur zu. Schön. Ja, Fleisch verkaufen. Kannst du mir Fleisch verkaufen? Klar. Kostet nur 3 Goldmünzen das Stück. Okay. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Ja, das wird wahrscheinlich Standard sein. Zeig mir den sein. Umgang mit dem Bogen. Ja, okay, das ist gut. Ich habe zurzeit noch 10 Lernpunkte.
Zeigt mir, wie man jagt. Zeigt mir, wie man jagt. Was er anbietet? Klauenhaken, Blutfliegenstachel und Zähne reißen. Okay. Das sind ja die Sachen, die mir generell noch fehlen. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Nasse Tierhautrommel, hier kann man wirklich auch gerben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Ich sage Tschüss.